Diebwasser. Darfst du nicht weggucken, sonst klaut dir das Wasser. Wir müssen Conspiracy noch einmal durchspielen. Vor allem. Was ganz anderes. Oh, ich bin jetzt ja hier, ist ganz schön weit weg. Ja, ne? Lululululu. Weil die Abkürzung ist halt auch nur. Ach, Lirum Larum, ich schwimme jetzt dahin. Ja, da sind ja nur diese Viecher. Kann ich jetzt nicht direkt von hier aus da drauf? Nein. Doch, doch. Ja, sprinte durch, Robin. Schaffst du? Was soll passieren? Warte mal, ist mein Schwert jetzt wieder ganz, ne? Ja. Scheiße. Kannst du doch kurz vor dem Boss wechseln? Aber ich kann es auch jetzt schon wechseln, ist doch stärker. Das wird ja nicht kaputt gehen. Mit der Abkürzung. Ja, nee, ich gebe mir mal, das war jetzt doof. Oh, oh. Das wäre noch doof. Ja. Ich finde gut, dass ich genauso schnell rennen kann, wie die Pfeile fliegen. Schneller. Ist das leicht? Ja, die spannen die nicht so doll, weißt du? Nee, die haben auch nicht mehr so richtig Muskeln. Ja, die schmeißen die eigentlich auch eher. Darts sind es im Endeffekt. Darts auf Evil. Sind gar keine Pfeile. Die tun nur so. Weil wenn ich Darts spiele, werfe ich auch mal extra langsam, damit ich so noch im Flug korrigieren kann. Mit Pusten, ne? Mach ich auch immer. Wenn es so langsam man fliegt. Boah, ist das hässlich. Also ohne Witz, das Spiel ist wirklich hässlicher als Dark Souls 1, finde ich. Ja, an manchen Stellen ist es dafür hübscher. Ja, aber das ist keine, also, nein. Das ist auch so ein Entwicklerspruch, weißt du, wenn du das jetzt ist schon hässlich als erstes. Ja, aber an einigen Stellen auch hübscher. Ja, ja, aber an vielen anderen, ja, ja, aber, haben sie da mal hinten. Ah, look at that Umhang! Ich glaube halt, also. Oh, oh, oh. Da wollte er nicht runterkriegen. Oh, oh, oh. Dark Souls 1 ist halt technisch. Oh, oh, warum hast du aufgehört zu locken? Ah, oh, da war er tot. Dark Souls 1 ist halt technisch auch schwach, aber die haben halt von Anfang an mit dieser schwachen Technik gebaut. Ja, ja. Das, und hier sieht es halt wirklich so aus, als hätten sie es im Nachhinein abgeschwächt und dadurch wirkt es halt nicht gewollt. Ja. Als hätten sie erst also es für Next Gen halt, entwickelt genau, und dann wurde gesagt, nee, Freunde, das muss auch noch für, ne? Ja, es sieht halt aus wie so ein PC-Spiel auf den niedrigsten Einstellungen oder so. Jetzt ist der Ambush. Find ich. Nee, das finde ich nicht, weil. Ja, ach ja. Aber geht zum Feuer, dann, kann der, dann kommt Viecher er nicht, vergessen. Dann geht er weg. Ah, auf man, damit! Wie kann man denn die Viecher jetzt vergessen? Haben sie einen Ambush gemacht. Ja. Die Schweine. Haben sie doch mal ihre Chance gehabt. Feuer! Feuer! Hab Angst! Bin ich langsamer mit dem Scheiß? Nee, du hast einfach keine Ausdauer mehr. Ach so. Ich pass gerade nicht so auf, Entschuldigung. Robin mittendrin einfach mal die Grundlage von der Aktion zu vergessen. Warum kann ich mein Schild nicht mehr heben? Welche Taste war ein Angriff? Seit wann ist das denn so? Panisch Select. Select-Rapen. Oh Mann, die Viecher nerven. Ja, ich will auch gerne haben, dass man vor allem eigentlich gar nicht. Guck mal, warum wird der jetzt nicht gestaggert? Oh Mann. Ich kann es eigentlich nochmal zurückknallen. Es sind nur noch eine Estus. Also ich sage, das wird heute. Wo war denn diese Abkürzung, ey? Die war doch. Um rechts. Soll ich dich da hinspielen? Nein. Kannst du bitte gehen. Kannst dich zum wegspielen. Nee. Nee? Nee. Ich muss den erst töten. Ach, fuck. Und den auch. Ja, ich gehe zurück zum Feuer, schon gut. Der hier oben macht übrigens, solange du ihn nichts angreifst, wirklich nichts anderes als diese Dinger werfen, bis du hochgehst. Sag ruhig Kacke, du kannst es ruhig sagen. Ich, also. Als ob er Öl werfen würde. Die haben noch, das ist noch. Er kackt in solche Gefäße und wartet, jetzt bis er da kommt. Was passt besser in die Welt von Dark Souls? Dass sie verzweifelt sind irgendwo in so einem. Och, sieht das Kacke aus! Dass sie irgendwo hier unten gammeln und halt einfach alle nutzen, was sie können, oder dass sie irgendwie Öl haben. Ich finde das. Dass sie irgendwelche Gefäße nehmen und die mit Kacke befüllen und dann. Damit werfen. Ja. Während das diese komischen Ogre-Typen aus Blighttown, dann würde ich dir zustimmen. Da ist es ja auch so. Da kriegst du auch Dung, wenn du die besiegst. Da kriegst du Dungpeis, ja. Aber hier halte ich diese Theorie für etwas gewagt. Ja, die auch, aber trotzdem machen die das. Der Erste, der es vorgeschlagen hat, der wurde richtig ausgelacht, ne? Und dann hat er den ersten Abenteurer, der gekommen ist. So, dann hat er einmal einen mit Kacke geworfen. Und dann der ist in Flammen aufgegangen. Oh Mann, es ist gerade wirklich wieder. Ich bin gerade irgendwie zu abgelenkt, mach du das mal kurz. Ich unterhalte mich gerade zu gut. Du wolltest über Kacke reden, jetzt reden wir über Kacke. Wie viele Seelen hatte ich? Nicht viele, du hattest dir ja noch die Dinger gekauft bei dem. Aber ich hatte ja das ganze Gebiet durch. Also ich glaube, wenn das ganze. Bei den du hast nicht so 9000 viele. 9000 oder sowas waren es? Ja, es war nicht so. Stimmt, das ist an dem Punkt sind das 2 Level oder so. Es war wirklich nicht so tragisch. Mm. So.
Jetzt kannst du dich unterhalten. Ja, irgendwie finde ich das Gebiet gerade total scheiße. Ich mag No Man's Wolf auch nicht. Also, es ist einfach langweilig designt, die Gegner sind langweilig. Obwohl die Viecher waren schon, also die ersten da. Die Viecher sind cool, ja, aber sind dann wiederum nicht spannend zu bekämpfen, weil die. Nee, das stimmt. So, ja. Die sind einfach nur scheiße. Ja. Nee, von dem Gebiet bin ich nicht überzeugt. Ach stimmt, wir rollen ja jetzt langsam. Oh Mann. Ja, läuft. Läuft. Ach, dachte er, ne? Ja, der hat auch nicht so viel Adaptability. Nee. Unser Vorteil. Gelevelt. Ja, scheiße. Der macht diesen neuen Charakter als dummes schwarzes Silent Hill Viech. Toll, hast du einen Livestream verbraucht. Hat er noch 4. Hab ja auch noch 4 Estus verbraucht. Ah, guck mal, so war der Ambush. Verbrauchen. Ah, den Ambush fand er tatsächlich ganz gut. Der ist ins Feuer gesprungen. Ja. Und? Der Ambush. Jetzt hätte nur die Füße besudelt. Bekackt. Sprung ins Wasser, versterbt. Geht. Ich sterbe, aber immer bin ich sauber. Oh, gut geschmissen. Ja, fast. Gleich läuft er rein. Ich sehe schon. Gleich rutscht er drauf aus. Das mit dem langsam Rollen ist schlimm. Next try! Hier läuft. Verdammt. So. So, ich probiere mal die Durchrennmethode. Was für ein langweiliges Gebiet. Ich muss das jetzt noch mal kurz betonen. Leere Häuser. Naja. Also ein Schiff, das halt cool wäre, wenn es irgendwie in Szene gesetzt wäre, in irgendeiner Art und Weise. Aber das ist dann ja auch einfach nur leer, mit den gleichen Gegnern und einem anderen Endboss, aber also dieses ganze Gebiet sieht halt aus wie Bleizaun. In Bleizaun war es halt genauso trostlos und leer, da hat es aber einen Sinn ergeben. Also da hat es hier einen Storygrund dafür und das hatte genau das Ambiente gepasst. Die kommen eigentlich nicht so hinterher gerusht. Und hier sieht es einfach nur aus, okay, wir nehmen exakt das, wir kopieren einfach Bleizaun, die Struktur. Aber Bleizaun hat doch eine ganz andere Struktur. Nee, es hat auch diese zusammengezimmerten Holzbauten und leere Gebäude dann. Also ich finde, es ist schon recht ähnlich, so sehr vertikal. Das war echt ein langer Weg. Ich wette, man kann mit diesem Rollding doch irgendwas machen. Rollding? Na, diese Kurbel, die. Nee, ich hab da schon viel drin rumprobiert. Lichteffekte anmachen. Bitte schön. Danke. Jetzt Robin wieder. 4 Flas, das sollte machbar sein. Ja. Jetzt eine Kombo. Ah. Well. Also hier ist wirklich, die haben halt so. Ist das aber schwer nicht ausgerüstet? Die haben so offene Angriffsfenster, stimmt, wenn die. Warte mal, ich versuch's mal zu machen, wenn der. Nee, mach's doch einfach mit der Waffe. Aber die macht so viel schlechter. Mach's doch einfach mit der Waffe. Aber die macht so viel weniger Schaden. Der Unterschied ist nicht so groß. Deine Mutter ist nicht so groß. Die macht zwar 50 mehr Schaden, die andere Waffe, aber die. Guck mal hier, jetzt kann ich ganz oben. Der wird ja auch. Der werden ja dann auch 2 Resistenzen abgezogen: Feuer und physisch. Hä? Also am Ende macht's dann nicht so den Unterschied. Weil die Waffe, die du hast, macht nur physischen Schaden. Die Waffe, auf die du wechseln willst, macht physischen und Feuer. Ja, das ist ja genau mein Punkt. Ja, aber deswegen geht's ja dann auch durch zwei, muss sie durch 2 Verteidigungswerte vom Gegner durch. Aber der ist auch gar nicht gegen Feuer immun. Ne, immun sind keine so richtig, aber sie haben doch einzelne Resistenzen. Glaube ich nicht. Das ist auch das beste Argument, das man bringen kann, glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Ich weigere mich, das zu glauben. Ja. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Da werde ich zum Katholiken, sorry. Das glaube ich nicht. Oh, Religionskritik, habt ihr rausgehört, ne? Boah, Robin ist gut so verschleiert. Krass, Robin packt die Themen an wie andere Frauen. Ja. Oh Mann. Ich packe Themen an wie Frauen, hättest du auch sagen können. Wie war der Spruch? Ich mag Frauen, wie ich meinen schwarzen Kaffee mag. Nee, dann bring diesen Satz. Tu mir wirklich einen Gefallen, bring ihn nicht zu Ende. Du wirst mir wirklich eine Freude machen. Süß. Ja. Weil schwarzer Kaffee so süß ist. Nein, ich mag meinen Kaffee nicht. Du hast gerade irgendwas mit Schwarzkaffee gesagt.
Ich mag meinen schwarzen Kaffee, wie ich meine Frauen mag. Ja, ich mag meine schwarze Frau, wie ich Kaffee mag. Das ist das du kannst mir doch jetzt einfach nicht so irgendwo in diesem Satz schwarz. Da ist auf jeden Fall das Wort schwarz benutzt irgendwo. Du kannst. Aber ich hab's mir eingebildet, dass ich irgendwie. Also in meinem. Wie du mir einfach die Worte und den Satz auch komplett umdrehst. Und plötzlich habe ich irgendwas mit Hitler gesagt. Sorry. Also, bring diesen Satz nicht zu Ende. Du hast doch irgendwo was mit schwarz gesagt. Oder, Tom? Kann sein. Aber wenn, dann war es jetzt auch nicht aus. Kaffee. Ja, klar. Das du kannst es doch nicht einfach so zusammen. Oh, hat schwarz gesagt hier, Rassist. Das habe ich ja gar nicht gesagt. Ja, doch, ich sag nur, dass das süß ergibt keinen Sinn, wenn du schwarzer Kaffee sagst, weil der Kaffee nicht süß ist. Das war auch ein Zitat aus irgendeinem Film, den ich gerade vergessen habe. Ich glaube, es war Zoolander. I like my women. I like big butts, but I cannot lie. Yes. So. Das aber, Aber es stimmt auch gar nicht. Aber war halt ein gutes Lied. Und es stimmt auch gar nicht, natürlich. Muss man eigentlich so mal immer so korrigieren, ne? Aber kann da like irgendjemand mehr als den. Als I like big butts, but I cannot lie. Ja, so. I like big boots ist auch I cool. like big butts, but I cannot lie. Da kommen wir bestimmt auch. Also mal eine Nein, auch deny, irgendwas mit genau. Deny. My other brothers can't deny oder so. Guck mal, da bricht wieder der Tom Freizeit. Ich wollte gerade was ganz anderes sagen. Zum Glück habe ich es nicht getan. Das muss schon schlimm gewesen sein. Ja, wenn du das ich habe Freizeit. Ende. Ah, ich, nee. Besieg den doch mal. Nee, wir unterhalten uns doch gerade schön. Ja, meinst du, wir unterhalten uns nicht mehr, wenn ich ihn besiegt Robin mag Videospiele eigentlich gar nicht, aber es ist so schön, wenn man die Spiele mit Leuten unterhalten. Ich weiß nicht, dieses ganze Gebiet gerade voll demotiviert, weil das so kacke war. Weil auch der Endboss nicht gut ist. Komm, das ist doch nicht gut. Nee. In jedem anderen Spiel würde ich sagen, guck, was ist das für eine Scheiße, guck, wie der rumglitscht. Und hier denkt man sich, okay, wurde das so designt, selbst wenn, ganz schön scheiße designt. Wurde das so designt? Soll das so? Ja, also klar soll es so, aber ist doch nicht gut. Dieser Geist hat mich gerade total verjagt. Hallo. Just going through. Lassen Sie mich durch, ich bin... Ach. Jetzt aber Vorsicht. Ach, das ist nicht so schlimm. Solange sie dich mit dem letzten Schlag aus dem Block hauen. Ja, ja. So, jetzt. Ja, gerade auf Tuchfeeling gehen. Einmal mein Genital in deinem Gesicht rein. Entschuldigung, ich mag meine schwarzen Monster, wie ich Tee mag. Nicht schwarz. Robin guckt gerade nicht mehr hin. Der Mats lacht sich auch tot. Wollte ich sogar sagen, weil man nur Stille gehört hat. Man wusste gerade nicht, ob ihr euch so betreten anguckt, aber nein, alle mussten lachen. Das sagt Robin jetzt. In Wahrheit haben wir uns tatsächlich sehr betreten. Nee, angeguckt. Das ist nicht wahr. Also nichts daran war komisch, möchte ich an dieser Stelle. Das ist aber eine gute Frage. Lustig war tatsächlich eigentlich nur, wie Robin selber völlig überrascht hat und innerlich gerade, oh, war der Außen, boah, war der Außen. Ich mag meine schwarzen Frauen, wie ich gerade war. Nicht schwarz. Robin, du stirbst gleich wieder. Ja, und das war's wert. Ich bereue nichts. Oh, nee, meine Hände schwitzen, aber nicht wegen Dark Souls, sondern weil das so lustig ist. Ich fand Ich gebe zu, der war schon lustig. bevor er wieder, also doch, ja. Da müssen wir schon mal lassen jetzt. Ja, der war der. Aber ich mochte auch sehr, wie sich danach so unfassbar weggeschmissen. Ich hab mich voll drüber gefreut. Das war so ein Geistesblitz, ey. Nee, das war keine Absicht. Das ist passiert und dann ist dir aufgefallen, wie gut der war. Ja. Ich sag ja alles, was mir in den Sinn kommt und. Ja, manchmal. So alle zwei Jahre ist das dann lustig und mich halt voll überrascht. Wow! Oh Gott, ja, war ein guter Bosskampf. War ein gutes Sprüche bei rumgekommen. Wo bin ich gekommen? Na, von da nicht. Von da bist du gekommen. Echt? Da, Treppe runter, ja. Ja. So, und jetzt ein Raum voller Kriechviecher. Was heißt denn Flexile? Ist das flexibel? Ernsthafte Frage, ich weiß wirklich nicht. Ich komme nach, bevor ich. Weil ich meine schon, Flexile ist. Weißt du was wie flexibel? Ja, wahrscheinlich. Weil er ja auch so doppelt. Klar, das würde ich auch damit gleichsetzen. Toll, mein Übersetzungsprogramm kennt Flexile gar nicht. Mach mal dict.cc.
nicht dick.cc. Ja, ja. Ja, mit Tom würde das auch bestimmt wieder für Auto. Ja, also flexible ist ein Synonym dafür, von daher. Okay. Ja, nee, das klingt zu englisch, wir müssen flexile schreiben. Pyromancy Flame. Yep. Pyromancy Flame! Is this also what I think it is? So guter Fall. Yes, it is. Oh, I came. What that to do? It that wait, I show you. Can I do it already? Na, du hast ja keinen Zauber. Ah, warte doch, hab ich wohl. Ah, wait a second. Warte mal, womit rüste ich denn mein Oberes aus? Hä, was willst du denn jetzt machen? Womit rüste ich denn meinen Oberes? Zauber kannst du nur am Feuer attunen. Ach so, also okay. Und du hast keinen einzigen Zauberslot. Das müssen wir das nächste Mal ändern. Aber kann sein, dass du, nee. Hast du den Ring, der dir einen gibt? Ich glaube nicht, aber wenn, dann ziehe ich den an, weil this changes everything. Dann kannst du ja auch das Gebiet erleiden, oder was? Nee, schade. Also, Pyromancy ist im Grunde so, macht alles besser. Ah. Pyromancy ist einfach ein Feuerzauber? Pyromancy ist einfach alles besser. Okay. Also, Pyromancy... Die Pyromancy das Flame entscheiden. Ist quasi einfach eine Waffe, mit der du deine Feuerzauber... Du wirfst dann Feuerbälle halt. Ah, okay. Also es gibt mehr als Feuerbälle, es gibt noch andere Feuerzauber. Da muss ich bin mir sehr sicher, dass das im Trailer anders aussah. Dass man nicht gegen eine 2D-Wand gefahren ist. Das ist also schön, wenn das durchrippt. Mit der Skyline von New York. Ja, ja, mit Skyline von New York. Ripp. Und dahinter sieht man so panisch Leute, die das so schnell wieder versuchen zu reparieren. Nee, es ploppt so weg und wird dann auch so ein 2D-Bild. Oh, ja. Bestimmt eine Message, die versteckt ist, die wir noch nicht verstehen. Auch das ein ganz großartiger Übergang. Oh, okay, aber das sieht cool aus. Also. Ja, God Race. Guck mal, wie man da einfach hier die Leute sterben einfach, können. Ja, heißt einfach das links und rechts den Steg runtergesprungen ja. sind. Oh, Mond! Heißt das ja auch, heißt das auch beim Mond God Ray oder ist das da dann. Das weiß Devil ich Ray. Ja. Fast ich glaub, so. God Rays beschreibt ja an und für sich einfach den Strahl nicht zwingend von der Sonne. Hm. Ich finde es. So. Und oh. Wie geil das sein muss für die Leute, ja. weil die müssen ja dann den ja, Weg stimmt. einfach die Zwischensequenz lang. Kommt, ne? Oh, und dann direkt dahinter und auch tot. Vor allem wie viele? Ja. Warum? Ah, der kam bestimmt im Nachhinein nochmal her, das probiert man doch nicht als erstes. Ich weiß, der ist so mein Liebling. Ne, da geht's nicht lang. Okay. Dann jetzt oh. Die gucke ich mir jetzt alle an. Ja, das ist es wert. Das war der gleiche. Ich gehe hier lang. Läuft, oder? Oh. Ich meine, das wird mir bestimmt auch noch passieren, deswegen. Naja, das ist wie dein erster Tod in Norman's Wolf. Der hat alle den gleichen Schild. Ich glaube, das ist alles die gleiche Person. Was zur Hölle geht denn hier? Nee. Hurra, nee. Oh, wie viele rennen da hin? Oh, guck mal, das ist wieder das Schild. Ja, ja, ja. So einfach nur ein beliebtes Schild. Aber das, ohne Witz, ich würde auch reinfallen, weil das sieht nicht aus, als ob ich da sofort sterben würde. Ja, naja, stimmt. Na doch, du weißt das aber inzwischen. Nee! Also zumindest gibt es. Also wieso würdest du denn da reingehen, wenn also du weißt, dass da Wasser ist? Glaubst du, oh, naja, aber hier normalerweise kann man so Passage. Normalerweise hast du eine Kante. So genau, oder gehst du ein paar Schritte rein. Ich bin auch, vor allen Dingen war das bestand das letzte Gebiet essentiell Wasser. Daraus, dass ich durch Wasser gewartet bin. Ja, aber es sah dort anders aus. Das ist ein Döner, du fette Sau. Haben sie dir gezeigt. Mann, oh. Ich esse jetzt noch einen aus Frust, bis ich kotze. Ja, gut so. So. Danke. Bravery. Das sieht jetzt immer noch so aus. Und wie stirbt man denn da? Was ist denn da los? Das frage ich mich auch. Was haben die hier gemacht? Ach so, ja, ah. Wenn der Fahrstuhl oben ist. Ja. Dieses schwarze Loch sieht verdächtig. Oh, okay. Eine versteckte Nachricht. Hurra, ja, das ist ziemlich geil. Das ist ziemlich gut. Hooray! Hooray! Aber das ist doch der Fahrstuhl schon da. Willst du den Schalter ziehen? Nein. Ich hol mal den Fahr. Oh. Nun. Oh ja. Yeah. Wir sehen so cool aus. Entschuldigung, was ist das für eine Melodie? Die berühmte Aufzugmelodie von Indiana Jones, oder was? Ich weiß nicht, ob mein Mikro ganz halt irgendwie falsch ist, aber. Ja, ich weiß auch nicht. Ja. Das bestimmt klingt alles im Nachhinein bestimmt total furchtbar. Ja, wir haben echt Probleme mit unseren Mikros momentan. Also, ja. Tom hat Probleme mit seinen Mikros. Irgendwas ist da komisch.
Karma. Wir müssen zu diesen Konsequenzen leiden. Und ihr. Ne, wir hören es ja nicht. Ja, stimmt. Ihr. Sie geben sich jede Sekunde mehr Mühe mit ihren Räumen. Ja, ist eine Gefängniszelle, ich weiß. Trotzdem. Dann kann man zumindest irgendwie Kacke in die Ecke machen oder so. Da steht doch, da liegt doch jemand. Ja. Ja, sie sagt, oh mein Gott, ich töte mich. Also, ist leer. Welche Geschichte mag sich hier zugetragen haben? Such a storied room. Irgendwas knallt doch hier gleich. Ja, schön, dass ich hier war, so. Ja, gehst wieder in den Fahrstuhl und fährst wieder runter. Und Ende. Durchgespielt. Willst du das jetzt wirklich hier überall checken? Wie stirbt das? Der ist da auch runtergefallen. Ah, ja. Kann man hier echt nichts machen? Doch. Ja, ich weiß. Du bist nur blind. Schalter? Oder ist blind? Tür auf? Wand? Ah, okay. Ja. Es gab es aber in Sense Fortress, weißt du noch in Sense Fortress, wo der Raum, mit dem, wo der Ball droppt, da gibt es vier Wege, vier offensichtliche Wege, und dann gibt es aber in der Ecke noch einen, und da sind wir, glaube ich, zweimal vorbeigelaufen. Wo du einfach so mit der Kamera da machst. Play Dead. Was? Ach so. Ach, hier kann man auch so hin. Oh, da kommen ja die drei Typen als nächstes. Ist das der einzige Weg, den ich gehe? Gibt es noch andere Wege gerade? Well. Kann ich mit dir sprechen? Nee. Roleplaying. Was? Das war gar nicht sexuell gemeint. Nee, was? Wie sagst du denn? Oh. Nein, ich mochte den Gedanken. Also, das so beschämt angehört. So, oh, das war immer dann, das kenne ich so oft. Nee, das war so. Das war so, oh. Hast du mal Glück gehabt? Oh, Idee. Also, durchstechen. Quick! Kommt einfach ein Dude. Puk, 50 Cent. Worth it. Was doch viel besser. 220 oder 140. Sehr schön. Waren wir hier nicht schon mal? Nee, ne? Ja, das ist tatsächlich so meine. Schön, dass das genau zur gleichen Sekunde kam, ne? Du hast gesagt, waren wir schon mal? Achso, ja, okay. Nee, das kommt mir gerade wirklich so bekannt. Bist du der mal Nachrichtentyp hier? Naja, wir waren ja in der Lost Bastille schon mal. Ja, aber von der anderen Seite, aber hier genau. Sieht alles gleich aus. Der ist auch Lost. Ich verliere meine Dark Souls 2 Faszination im Moment ein bisschen. Muss du ich kriegst offen, sie schon noch wieder. Ganz offen zugeben. Oh. I came again. Oh. In meinem Bonfire-Raum gibt es keine leeren Fässer. So. I drop the statements. Like I drop the knowledge. Ja, ich erinnere mich ungefähr. Hier sieht es wieder ein bisschen cooler aus. Oh, aber guck mal da den Horizont an. Was? Das ist, glaube ich, doch ein bisschen zu. Nee. Das sah gerade ein bisschen härter ausgeklippt aus. Ja. Aber jetzt achtet ihr auch so drauf. Ja, natürlich, aber das ist ja das Spiel selbst schuld. Ich will zu dem Item. Roll das Fass. Also, Havocs. Havoc ist kaputt gegangen. Havoc. Havoc Brok. Das ist ein Gegner, ne? Ja. Kennen wir den schon, den Gegner? Ich weiß nicht, ob es ein Gegner ist. Doch, der hat uns. Doch, die hatten wir schon, als wir das erste Mal da waren. Okay, doch, ist das ein Gegner? Das ist ein Gegner. Ach ja, stimmt, das sind die. Aber wie. Willst du jetzt sofort. Ich überlege gerade, von wo droppen. Ich. Ach, von da oben, okay. What? Zu dem Item. Oh. Ha! Guck! Habe ich den nicht getötet? War gut, ne? Guck mal. Oh, guck mal, das. Oh nein. Darf ich dir helfen? Hier, warte, ich hau die weg. Guck mal, ich lebe das jetzt immer am Leben, ne? Und am Ende wird er mir sowas von summoning und retten. Und dann kriegst du eine extra Zwischensequenz und dann habe ich das beste Ende, wenn du den getötet hast und so ein scheiß Schwert bekommen hast, dass du noch zwei Minuten nicht mehr benutzt hast. Genau, Tom. Nee. Weil der war auch bei mir da. Ob du den getötet hast? Ja, das ist halt einfach einer von denen. Meinst du, es gibt mehrere? Mann, jetzt hast du alles kaputt gemacht. Den Vorstand kaputt gemacht. Wie komme ich so denn? Das wäre doch nur eine Enttäuschung gewesen. Ja, aber eine, die wir live dann auf Tape gehabt hätten. Also ich komme da von hier aus gar nicht hin. Okay.
Was ist das immer für eine Melodie, die du machst, wenn ich keine irgendwas Melodie. Beklettere oder auf einem Aufzug sitze? Irgendwas beklettere. Ja, immer wenn ich was beklettere, was für die Süße, das ist total irritierend. Ja, ja. Ich spiele dir auch immer ab zu Hause. Das, ich tauche ab in eine andere Welt, wenn du was bekletterst. Ja, ich tauche aber. Da kommt gleich von oben, ne? Weißt du schon. Dann. Ach, schön. Da ist er. Backstep. Oh. Stopp, ich habe kein Stamina mehr. Chill. Chill. Stopp, Klippo. Halt, stopp. Nein. Der hat dir dein Item gerade runtergeholt. Oh, du bist so. Ich dachte einfach, ich hätte von da oben runterdroppen müssen. Oh, bist so ein Schatz, das voll ne? Gut, ne? Mua. Ach, diese Holzdinger kannst du aber auch selbst kaputt machen. Wenn du lang genug draufschlägst. Oh. Havoc. Ja, naja, das schon. War keine Physik. Guck mal, wie. wie einer hat noch weitergeflippt. Ja, ich glaube, der wird jetzt noch. Ja. Der schwebt auch noch. Ja, geh noch mal hin. Guck dir das noch mal an. Guck dir den Dancing Woodstick an. Psst, ganz ruhig. Lass es. Jetzt habt ihr ihn verschreckt. Werde ich nicht. Sie habt ihn verschreckt. Nicht hingucken. Dreht ihn mal um. Ich glaube, er hat sich eingewippt. Nein, nein, der wollte einfach nicht sterben. Das ist so, ich muss ihn nur beruhigen, so, dass er es passieren lässt. Ja, geh ins Licht. Ins Holzlicht. Ich halte mich, Johnny. Bam. Bam. Einfach mal kaputt gemacht. Gehe ich hier lang? Nee. Ich besiege die Kurse, aber dann gehe ich einen anderen Weg. Jetzt ums Prinzip. Weil ich glaube, hinter den Brettern, das war eher so ein extra Weg. Deswegen versuche ich das. Aber ich will nicht hier, weil ich weiß genau, dass es runterdroppt. Was? Meinst du? Ja, zumindest war es im letzten Zoo so. So, so. Fiese, droppende Dinger droppen. Was? Fiese Dinger droppen? Ja, es ist spät. Ob da ein Gegner hinten ist? Das ist wirklich spät. Ist es spät? Oh, ist echt spät. Naja, geht. Boah, ist das spät an, ey. Alle Emotionen einmal durch. Oh, ich bin traurig, nein, oh, geht eigentlich okay. Doch, traurig, oh, Depp. Kaffee. Kaffee? Da steht auch noch einer, wa? Nee. Nope. Boah, ich hab ganz kurz gedacht, da wäre so ein Abgrund jetzt. Oh, wäre das lustig gewesen. Einfach so ein Loch. Naja, hatten wir ja auch schon hinter der Tür. Stimmt. Erinnerst du dich? Ja, ja, ja. Ach, dahinter sind die Viecher, ja? Was für Viecher? Na, die Dreier? Oh, was bist du denn? Gollum. Wow, 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 what the fuck is going on? Alter, machen die. Oh, lalala. Warum explodiert ihr, wenn ihr springt? Und es kill. Ach ja. Ich glaube nicht, dass die sich abschütteln lassen. Nee, ich will nur. Oh Gott. Was seid ihr denn, ey? Was ist denn mit euch los? Alter. Oh. Alter Falter, jetzt ist dann locken oder wie sieht das aus? Alter, das sieht nicht viel aus. Okay. Das sind meine absoluten Hassgegner in diesem Spiel. Wenn die mit 5 kommen, bist du am Arsch, wa? Zwei haben ja schon fast gereicht. Wenn die allein schon auf engen Raum kommen. Ja. Aber was war das für Angriff? Naja, die schmeißen sich hin und dann kommt so eine Explosion. Und das ja, das ja. Hast du mitgekriegt. Hab ich verstanden. Also mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Ich glaube, die haben eine Art Pilz unter diesem Dings da, der zumal in ihre Haut zerfrisst. Dankeschön. Und darum Gase freilässt, die sie dann ganz bewusst als Waffe einsetzen können. Den Schlüssel übrigens hast du gefunden, als du von der anderen Seite mit dem Pursuer gekommen bist, in diesem einen großen, an dieser großen Fläche, wo du gesagt hast, oh, da kommt bestimmt ein Bosskampf. Und dann war da eigentlich nur eine Truhe und da kam nicht mal ein Gegner. Ah. Und da war der Antiquated Key drin. Okay. Weil ich bin halt nicht über den Pursuer hierher gekommen ja. Und konnte diesen Weg hier zum Beispiel gar nicht gehen am Anfang. Ich muss sagen, ich habe immer noch kein Gefühl für die Spielwelt nach 10 Stunden. Kann aber auch sein, dass es bei Dark Souls genauso war. Wahrscheinlich sogar. Das hier finde ich super. Ein Leiche oder so, oder ein Monster. Ja. Nein! 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 Warte an der Tür und dann hauen sie kaputt, wenn sie reinkommen. Das finde ich so gut. Wie schnell sie aber auch so plupp. Ja. Oh. Oh, Feuer fast. Da kommt noch einer, glaube ich. Ja, ja. Nein. Oh Gott! Oh Gott! Robin! Oh, geblockt! Nein! Schlag zu, schlag zu! Oh.
Krass. Aber ich finde das so genial, wie du in Majula so dieses Ding hast mit dem Stein und dir denkst, yeah, Estus Flaschard und dir hier denkst, ah ja, kenn ich schon. Ja, irgendwas Cooles, hier noch was Cooleres auf jeden Fall. Aber wieso mit einer 3 Milliarden Karma? Oh fuck. Ich meine, man hat es ja kommen sehen, aber. Freedom! Es ist managed. Freedom vor allen Dingen. Explosions! Ich könnte explodieren vor Freude. Nee, ich könnte die Luft nicht bekommen. Ich könnte auf dem Boden vor mir explodieren lassen vor Freude. Was fällt jetzt da hin? Wenn die halt wenigstens selbst sterben würden bei der Explosion. Ja. Oder? Ach. Hat denn. Da hat gerade kurzzeitig wirklich ein Gewehr in der Hand. Das wäre so geil, wenn in Dark Souls irgendwann so einer mit einer AK-47. Boah, ich kann den nicht schlagen jetzt gerade. Was, warum nicht? Achso, ja, wegen dem. Ja, einfach wegrollen. Oh, geiles Schwert. Ah! Oh, geiles Schwert. Tot. Raketenwerfer wäre halt schön, so konstruktionsmäßig. Ich jetzt von da oben auf Unterdruck. Ich hab den perfekten Plan. So, jetzt und jawohl. Und abgerollt. Soweit läuft's. Wo ist er? Ach da. Alter, meinst du oder geht das gerade voll schnell kaputt? Die gehen ja sehr schnell kaputt, ja. Aber das war doch vorher nicht so. Wie vorher? Also vorher halt. Und doch, wir hatten nur mehrere Bonfire-Dinger. Hm, du stimmt, bist ja längere Passagen. Wenn du dich erinnerst, im Forest of the Giants relativ oft gestorben. Das heißt, deine durchgehenden Tries waren ja jetzt nicht so lang, dass deine Waffen kaputt. Ich will gar nicht verklagen. Mord? Faktenlage, Freundchen. Das kann das Gleiche sein. Sind ja zwei Schwerter ausgerüstet? Ja, damit ich wechseln kann. Ah, okay, verstehe. Aber das eine ist wirklich so. Das ist ja genauso kaputt. Kaputt. Ja, es ist so ein bisschen weniger kaputt. Ich habe aber keinen dieser Steine mehr gerade, ne? Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Nee. Schade. Das sieht aus, als würde da aus der Mitte irgendwas rauskommen. Aus der Mitte? Nein, aus dieser Statue da rechts? Nie richtig. Nie? Wenn irgendwas aus der Mitte rauskommt, dann kannst du sofort dir merken, Kinder. Nicht richtig. Ich will's gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Obwohl. Ha! Ach nee, ist doch nur eine Statue. Ah, wenn mich jetzt sind 18 Truhen, irgendeiner davon würde ich wieder vergiften oder so ein Scheiß, dann kann ich ja nichts geben. Scheiße, exakt die jetzt. Nee. Ja, parieren, darauf hast du bestimmt Lust. Gucken, was jetzt mit dem passiert. Das ist toll, danke für die Info, Spiel. Ja, mit der Waffe parieren. Das macht Spaß. Von vielen Waffen plötzlich. So weit läuft's ja. Noch eine. Ja, komm, dann vergifte ich mich jetzt. Oder schieß Bogen auf mich ab, Armbrustbolzen. Noch freust du dich. Bone Stash. Oh boy. Ja. Ach, schade, dass wir keinen dieser Steine haben. Kein was? Keinen dieser Steine, um das hier... Ja, merk dir das mal. Merkst du selbst. Als ob ich mir das merken würde. No Man's Wharf war auch noch einer, ne? Ja, das stimmt. Was? An dem Boden, wo du runtergefallen bist und dann gesagt, da kommst du nicht wieder hoch. Und dann bist du da einen hochgeklettert und dahinter war die nächste, wo du nicht aufkommst. Keine Ahnung, wo du redest, um ganz ehrlich zu sein. Dieses Gebiet, wo wir vorher waren? Ja. Ja, daran kann ich mich noch erinnern. Da gibt es eine Stelle, wo du runtergedroppt bist und dann haben wir beide gesagt, jetzt kommst du nicht wieder hoch. Ja. Und dann hast du gesagt, dann bist du hochgehüpft. Und dann war noch so eine Ebene und da drauf war auch so ein Place. Echt? Das hab ich nicht gesehen. Ja. Hab das aber auch nicht angesprochen, oder? Möglicherweise habe ich mehrfach. Ah, Twinblade. Was ist denn das? Kannst du nicht richtig benutzen? Ich weiß. Damit würde ich mich so selber zerteilen an Dauer. Das ist eine Geschicklichkeitswaffe, ne? Ja. Warum sehen die Geschicklichkeitswaffen plötzlich so cool aus? Der Vorteil an dem Ding ist halt, dass es mehrmals trifft mit einem Schwung. Oh, cool. Weil es ja verhältnismäßig wenig Schaden macht, aber
in Dark Souls 1 gab es so coole Waffen nicht für Geschicklichkeitsmenschen. Also ich habe ein Dexterity-Build gespielt und ich hatte ganz coole... Du hattest nicht so coole Waffen. Wenn du das sagst. Science. Also das kann sein, dass du coole Waffen hattest, aber du hattest doch nicht so coole Waffen. Ja, und ich stärke Leute auch nicht. Ach fuck, was suche ich gerade aus? 2, okay. Doch, 2 hatten halt diese riesigen Double Swords of Epic Proportions with the Epic Stuff. So. Ja, okay. Und das hast du halt einfach nicht. Ja. Ja, ohne Sword keine Competition. Was machen wir? Was? Was denn da mal? Hä? Was du da tust? Nach dem Schwert gucken. Okay. Wieder und wieder und wieder. I forgot how to. Dass man nicht einfach irgendeinen Stein reinstecken kann. Ja. Die Hand. Hier, friss. Ja. Das ist auch das Erste, was ich in so einer Burg irgendwo reinstecken würde. Das wäre halt so ein Indiana Jones Moment, ne? Ich würde so was anderes reinfassen. Und du wirst was anderes reinstecken? War ein Penis. Dein Penis? Ja. Nee, war ein Peniswitz. War das. Normal oder irrigiert? Was? Das ist das Gleiche bei mir. Du arme Sau. Auch mal, ja. Immer ready. Ja, ja. Wenn ich irgendwas... Guck, ne? Wenn willst du vor dem Gesicht da auftauchen, das einen Preis anlockt, wenn du da Dinge reinsteckst, wie das bei Dark Souls 2 der Fall ist, dann würdest du davor stehen und sagen, Mensch, kann ich nicht anlocken. Und ich würde direkt... Ja, bestimmt. Mit dem Geräusch. Ich warte hier, bis einer hochkommt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, das explodiert doch nicht. Warum ist das nicht explodiert? Das war schwarz. Oh, kein Feuerstoß. Ach ja, Gott sei Dank. Oh. You're dead. Hund hinter dir. Der Hund ist hinter dir noch. Halala. Oh. Jetzt hau ihn kaputt? Ja, jetzt hau ihn kaputt. Mal schnell, ne? So. Oh. Ach, ich mag das. Robin so Geräusche. Leider hast du ohne das Fass jetzt nicht mehr die Möglichkeit, hier eine Falle zu bauen. Nee, eine Abkürzung. Was bist du denn hier? Nicht eine Abkürzung, aber einen Weg freizuschalten. Wo kommt das Fass? Ja, es spawnt ja wieder. Spawnt wieder das Fass, ja. Oh Mann, ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Ich hab keine Ahnung, wo das diese Feuer war. Ach, da ist die Wand. Ja gut, das ist aber schon, ja, oder? Geht's um die Wand? Nee. Doch. Ja. Ja. Dahinter siehst du auch, was dahinter ist. Wenn du da durchguckst. Ein Feuer? Wenn das ein Feuer ist, ne? Ne, ist kein Feuer. Kannst du auch von links reingucken, wenn du jetzt links rumgehst. Ist jetzt so eine hüfthohe Wand, da kannst du mit dem ich doch das Feuer hier sehen kann. Oh! Ich hab das halt gesehen und ewig mich gefragt, wie komme ich da rein? Das ist schön, oder? Warte, ich lass kurz das Fass mich. Oder dafür brauche ich ein Feuer! Fuck! Jetzt komme ich hier nicht. Mann! Boah. Aber hier warst du schon mal. Ach, hä? Das. Doch, das ist da, wo du die 3 Hunde rausgelockt hast und dann hast du das Ding aufgemacht und hast gesagt, ah, es fällt bestimmt wieder zu. Du bist gerade von einer anderen Stelle hier hingekommen. Aber dann bin ich hier im Kreis gelaufen und ich kann es gar nicht nirgendwo mehr hin. Doch. Das würde ich schon nicht sagen. Zu den 3 Dudes. Auf wie denn? Na, indem du hier hochgehst und weiter. Aber ich kann dir doch, ich hab doch jetzt nichts. Wie soll ich denn jetzt besiegen? Das ist ein fairer Punkt. Also, ja, wie komme ich. Nochmal zum Feuer. Ja, wie komme ich denn zum nächsten Feuer? Wieso denn zum nächsten? Das am nächsten liegende Feuer. Wo ist das? Na, das, wo du jetzt gerade herkommst. Ich hab schon vergessen, wo ich gerade sitze. War am Feuer. Da, ja, du bist jetzt hier. Wasser, warte, guck. Geh weiter. Gehst da wieder die Leiter hoch in dem Turm, gehst ein paar Schritte zurück, dann bist du beim Feuer. So, hab ich nicht so in Erinnerung gehabt. Entschuldigung, also Spielgefühl kommt auch erst, wenn man sich anfängt zu merken. Ich komme halt nicht so ganz im Tag. Ich stehe gar nicht mehr. Ich merke mir gar nichts. Letztes Mal war halt so alles episch und krass und boah und jetzt... Ich hab das, also halt ich hab das hier alles gemappt im Kopf. Ja, ich hab ja noch gar nichts im Kopf gemappt. Aber du spielst es halt auch gerade anders. So ging's mir ja beim ersten Mal Dark Souls spielen auch. Wie, hä? Na, mit euch, mit Time to also, Die Dark Souls spielen. Ja, so geht, tatsächlich, so geht's mir gerade zum... Aber es liegt halt auch einfach an momentan an Dark Souls. Weil das alles sehr, sehr lieblos gerade wirkt. Finde ich. Hm. Ja, stimmt, Feuer. Ja, da würde ich dir nicht zustimmen. Ja, und du hast auch Unrecht. Ich level nochmal. Lass mal vorher beenden. Witze. Ja. Vielleicht noch kurz, genau, treveln. Ja, ja. Genau, das meine ich. Also Schwerter noch reparieren. Ja, und dann Attunement mache ich dann. Oh. Und dann, Schwerter muss ich ja nicht reparieren. Doch muss ich das reparieren, wenn es einmal kaputt gegangen ist? Wenn es kaputt gegangen ist, ja. Das ist ja einmal kaputt ist gegangen. Kaputt gegangen? Aber jetzt war es wieder, ganz. Wieder da, weil er ja einmal gestorben ist zwischendurch. Nee, ich meine, kaputt gegangen im Sinne von wirklich... Zerbrochen.
Weil der Balken so, leer war. Ich glaube nicht. Das ist nicht? Okay. Ich guck mal kurz, ob ich... Gesundheit. Na, woher ich das weiß? Das Attunement, weil wir die gleiche Seele haben. Brauchst aber relativ viel, glaube ich, um den Slot zu kriegen. Mal gucken, ob ich das machen kann. Woran, wo steht denn der Slot da? Null. Ja. Also ich brauche den Slot, aber... Feuer wäre so hilfreich. Du kannst ja das machen und mal ein paar Seelen nehmen, die du im Inventar hast. Stimmt. Ich will erstmal gucken, bevor ich das jetzt mache, ob ich es... Ich habe ja noch voll viele. Fällt mir mal ein, wo du es jetzt sagst. Ja, das ist ein bisschen... Das geht schneller als im ersten Teil immer noch, ja. Drops the knowledge, Mats. Ach, wirklich doch. Das heißt wirklich allgemein wissen. So. 39.000, wenn das damit nicht klappt, dann läuft irgendwas falsch. Exakt. Danach kommen sie schneller, die Slots, falls du danach noch mehr Slots willst. Oh, guck mal, ich könnte das machen, oder? Nee, das ist wahrscheinlich jetzt ein Fehler, sich das anzugucken. Guck dich das mal an. Ja, ein Leben ist ja aber nicht das Wichtigste, also. Jetzt hat die Frage, willst du Feuer benutzen? Ja, ich will Feuer unbedingt benutzen. Das wird mein Leben so viel besser machen. Vielleicht muss ich es mal kurz zeigen. Skaliert halt auch mit Int. Was wie? Feuer auch. Ach, Feuer diesmal ja auch, ne? Ja. Hättest du mir das nicht vor 2 Sekunden sagen können? Das bringt mir das ja gar nichts. Wieso? Weil ich keine Int habe. Das macht ja trotzdem noch okayen Schaden von Anfang. Also du hast immer noch nicht die Flamme, das ist das größere Problem. Ich habe doch einen Flammenzauber bekommen. Hast du einen Flammenzauber bekommen? Ich meine schon. Na, geh mal, setz dich mal ran und mach mal Attune Spells. Bisschen gespannt. Ja, doch. Fireball. Aber oh Mann, in Nexus 1 ist es so, dass die Feuerzauber nichts mit dem Status zu tun haben, sondern eigenen Schaden machen. Oder? Doch, ist das so, ne? Die machen einen bestimmten Schadenwert, aber machen die? Ja, ja. Keine Ahnung. Und du kannst sie dann ja aufleveln. Ja, ja, das funktioniert wie eine Waffe. Also das gibt's ja aber auch. Du kannst ja auch deine Pyromancy Flame aufrüsten. Ja, aber die wird auch von Statuswerten beeinflusst, wie mir gerade eingefallen ist. Und da ich da ja gar nicht hochgelevelt habe... Geh doch mal einfach zum Heidetower. Oder zu den Schweinchen. Fuck, du Schweinchen. Wahrscheinlich sind dafür die Schweinchen da, dass man seine scheiß Zauber ausprobieren kann. Ziemlich sicher. Das ist die einzige Erklärung, warum diese Viecher existieren. Hing der da auch schon vorher? Ja, ja, das war der Typ, der nach oben gekommen ist. Also das geht doch noch. Geht schon. Warte mal, ich will mal gucken, wie viel Schaden ich mit meiner Waffe mache. Ja, okay. Gut, das funktioniert tatsächlich ähnlich wie im ersten Teil. Aber du siehst halt, wie nützlich es ist, dann, weil man kann die halt auf Ferne halten. Ja, ja, ja. Es gibt viele Gegner, die sind gegen, zumindest im ersten Teil, die sind gegen Feuer nicht so resistent, die sind halt eher so überrascht. Überrascht? Nicht resistent, aber man hat aber halt nur 8. Genau, du hast, kannst 8 halt 8-mal benutzen. Ah, so, und dann musst du wieder Feuer aufladen. Ja, ja, ja. Das war Dark Souls dieses Mal. Für euch ist es ja wieder keine Pause bis zum nächsten Mal, deswegen. Ja, aber man sieht ja, man merkt ja anhand der Stimmungslagen immer, wo sie aufgenommen sind. Heute war es eher so, na. Wir reifen ja auch, wir werden auch älter mit der Zeit und schlauer. Ja, du in erster Linie, also bei mir ist es noch nicht so, aber okay, Robin, bei dir, also. Scheiß auf dich. No Man's War ist halt nicht das beste Gebiet. Jetzt kommen wir mit Lost Bastille in eins, wo Dark Souls 2, finde ich, zum ersten Mal schwer wird. Ach, ich freue mich. Und, Ach, jetzt zum ersten Mal wird schwer. Ja. Wie lange spielen wir? Kann man leider nicht nachgucken. Ja, ich widerspreche dir. Erstmal grundsätzlich nein. Ach, guck mal, wie wir aussehen. Ach, guck mal, wie sie. Oh Mann, ich vergesse immer, wie cool wir aussehen. Ich will auch nur noch so, wenn ich mich jetzt nicht mehr vergesse. Ja, so wird's schwer, glaube ich. Schön. Ja. Dann, und so.